Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bioshock 2. Wir sind immer noch an der Station und müssen jetzt die Little Sisters schnappen. 3 Stück. Es gibt aber mehr wie 3. Wie du hier siehst, es sind 6. Und ich glaube, da werden wir jetzt eine Menge Spaß kriegen. Deswegen werde ich mich erstmal hier in die richtige Promenade wieder begeben, falls du dich entsinnst. Promenade in den letzten Folgen. Eine ganz tolle Promenade. Ich frage mich, warum ich keine Waffen mehr habe. Das liegt wahrscheinlich an dem Tonikum, was ich drin habe. Oder an dem Plasmid. Ich hoffe, ich werde jetzt fündig, was die Big Daddies angeht. Habe ich jetzt gesagt Little Sisters oder Big Daddies? Ich bin mir gar nicht so sicher. Da ist sie. Hallo. Die will wohl auch mal auf einem Bild sein. Richtig niedlich. Schalte ihren Bodyguard aus und kümmere dich um sie. Schalte ihren Bodyguard aus. Ja, das ist ja... Lol. Wie er durch die Gegend fliegt. Ich lasse die beiden jetzt erstmal machen. Wie cool das ist, dass die gegeneinander kämpfen, finde ich voll geil. Guck mir das jetzt erstmal an. Wie viel hat er denn noch? Gar nichts, ne? Sieht man noch nicht. Schade. Alter, ich hab nur zugeguckt, geh weg! Ach, geil! So, wo ist er jetzt? Ich glaube, schaffen wir das? Was so eine gute Idee ist zum Bohren? Ich weiß es nicht. Du sollst keine Fotos schießen. Willst du mich verarschen? Big Daddy. Forschungsbonus. Erhöhter Schaden. Plus Big Daddy ist anfälliger für panzerbrechende Kugeln. Hey, geil. Du bist es. Sind wir jetzt wieder zusammen? Yay. Okay, wir haben mehr... Clever. Du lässt sie arbeiten und kassierst das ganze Adam. Natürlich. Aber du bist ja eine Art stiller Partner. Also soll's mir recht sein? Trotzdem... bin ich so ein bisschen unglücklich mit der Waffenwahl und mit dem Tonikum. Gab's nicht hier irgendwo so eine Genbank, wo man's tauschen konnte? Ich muss mal gucken, weil ich will die Waffen wieder haben. Weil gegen den Big Daddy zu kämpfen mit dem Bohrer ist ein bisschen ungünstig, muss ich sagen. Gab's hier nicht. Alter, was? Sollen weggehen? Ich habe keine Waffen, das ist unfair. Nein, ich hab keine Zeit. Gab's nicht irgendwo die Genbank hier? Verdammt. Da. Ich muss das rausnehmen. Unbedingt. So, mal gucken. Wo ist denn das? Da unten ist das mit dem Bohrer gewesen, ne? Hier, Bohrspezialist. Senkt den Preis für Plasmide deutlich. Schränkt aber den Waffenauswahl auf den Bohrer, Heckwerkzeug und Kamera ein. Wer braucht Waffen, wenn er einen Bohrer und eine nahezu unendliche Auswahl an Plasmiden hat? Ach, wir haben jetzt... Ach so, wir haben jetzt rechts alles an... Oder? Oder haben wir jetzt... Ach so, okay. Ja, aber ich will den rausnehmen. Weil, ganz ehrlich, kann ich denn hier jetzt länger drehen? Forschungsboni, gefrierender Bohrer, Short Alarms, verringert die Dauer der Kameras. Ich glaube, das mit den Kameras nehme ich, glaube ich, wieder. Falls wir mal gesehen werden. So, jetzt haben wir wieder unsere Waffen, ne? Ja, sehr schön. So. So, jetzt geht das auch ein bisschen schneller dann gleich mit den Big Daddies und ein bisschen besser. Jetzt können wir unsere
Medipacks gut gebrauchen, die wir liegen gelassen haben. Ich weiß noch nicht, wo das war. Hallo, Freunde. Du täuschst dich in mir, Delta. Ich will keinen Adam für mich haben. Eleanor ist der Traum. Und sie braucht keine Waffen und keine billigen Tricks. Kommt er jetzt hin? Das war's mit ihm. Finde ich gut. Das Ding finde ich super. Schön, dass es für uns arbeitet. So, mal gucken. Hier liegt noch ein Verbandskasten. Da hinten ging es auch noch weiter, ne? Da war doch, glaube ich... Den muss ich zum Beispiel nicht aktivieren. Ich weiß nicht, warum ich den einen aktiviert... Warte mal. Ich sag doch, die Mini-Geschütze sind mega. Also da... So geil. Die kann man echt gut nutzen. So, Freunde. Freunde, wie sieht aus? Wollen wir mal gucken, wo wir noch eine... Wo wir Adam herkriegen. Ich hätte gerne noch ein bisschen... Da ist Adam. Adam. Ja, Daddy Adam. Ja, sammel Adam bitte. Können wir mal was gucken? Oh, was? Nein! Was? Nein, wieso bin ich gestorben? Was? Wieso bin ich gestorben? Alter. Ernsthaft? Ach komm. Daddy? Bringst du mich auch nach Hause? Juhu! Ich brauche ein bisschen Adam. Aber wieso. Hä? Wieso bin ich denn jetzt so schnell gestorben? Das darf nicht sein. Das darf definitiv nicht sein. Das darf auf keinen Fall sein. Das lasse ich nicht auf mich sitzen. Wie schön, dass sie alles noch liegen lassen hier. Aber mein Mini-Geschütz ist weg, ne? Verdammt. Adam, Daddy. Hier. Ja, Adam. Da liegt sogar noch Geld auf dem Boden. Guck mal. So. Alter, wieso stirbt er nicht? Warte mal. Nein! Das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht wahr. Was ist das? Wie behindert ist das denn? Ich schaff das gar nicht. Weißt du was? Hier. Ja, ja. So. Ciao. Ist mir egal. Krieg ich Adam. So. Besser wie nix. Ja. Lecker. So. Adam, das du gefunden hast, enthält Erinnerungen von all den Toten hier.
Normalerweise kann nur eine Little Sister sie sehen, aber ich kann dir zeigen, was Stanley zu verbergen hat. Als Mutter fortgebracht wurde, übertrug man Stanley die Leitung von Dionysus Park. Er hat ihr gesamtes Geld verprasst, schmiss die irrsinnigsten Partys, so als würde er sie mit Gewalt ruinieren wollen. Aha. Alles okay? Immer schön dranbleiben, Bruder. Finde den Rest der Sisters. Du bist hinterlistig, du willst das Adam haben, du Wichser. Jetzt weiß ich, was du willst. Aber wir müssen ihn natürlich rauskriegen erstmal. Das heißt, wir müssen ihn die Sisters besorgen. Ist aber nicht so schlimm. So, kann uns eigentlich egal sein. So, wir können ein bisschen was kaufen. Ich kaufe mal ein bisschen Anti-Person-Kugeln. Wenn schon mal dabei sind. Schrot auch nochmal. So, dann haben wir ein bisschen was. Subject Delta ist nur eine Typenbezeichnung, Amigo. Ich habe mal für einen Artikel lange über dich recherchiert. Sie haben dich Johnny Topside genannt. Du hattest die Stadt im Alleingang gefunden in einer Tauchkugel. Echt ein Jammer, was sie mit dir gemacht haben. Was glaubst du denn, was ich mit dir mache, wenn ich mit dir fertig bin? So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir, dass wir die anderen zwei Big Daddies fertig machen. Oh, das wird noch ein harter Kampf. Oh Gott. Na. Okay, der hat nichts bei sich gehabt. Lass dich auf einmal aufstehen. Wir bräuchten ein paar Medipacks, wäre mal ganz cool, weil wir haben nämlich nichts mehr. Ich hatte vorhin noch so viele rumliegen gesehen. Ich weiß gar nicht, wo die auf einmal hin sind. Vielleicht bin ich ja schon wieder so blind. Der ist aktiviert, ne? Genau. Kommen wir da jetzt rein? Ach, da geht's jetzt auch rein. Ach, guck mal einer an, in die Piano-Bar. Die kam mir vorher auch nicht rein. Hier waren wir noch gar nicht. Hä? Ach so, das ist jetzt eine Abkürzung hier zwischen. Ach so. Ach so, ach so, ach so, ach so. Ach, guck mal an. Hier sind wir jetzt. Na, wie gut, dass ich nochmal hier lang gegangen bin. Da kriegen wir wenigstens nochmal ein paar Sachen. Ja gut, dann kann ich ja nochmal gucken. Vielleicht in dem Eisbereich hier. Vielleicht ist hier noch irgendwas. Ich könnte mir gut vorstellen, dass hier vielleicht ein Big Daddy rumläuft. Oder? Na? Nein. Nee, ich glaube nicht. Man wird den, glaube ich, schon hören von Weitem. Ah. Hier links war irgendwo was. Den müsste man hier reinlocken, das wäre geil. Weil da haben wir unsere ganzen Geschütze und so. Aber ich glaube... Da ist sie. Schnapp sie dir. Ja. Ich hoffe, der Bodyguard ist kein alter Kumpel von dir. Ah, der kann man den hier reinlocken? Boah, das wäre so geil. Ja, der kommt sogar. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Tja, tut mir leid, Kleine. Aber es muss sein. Ich bin mal richtig gemein. Entschuldigung. Manchmal geht's mit mir durch. So. Sehr schön. Wuhu. Ich sagte ihm, ich würde Mutter erzählen, was er getan hat. Er bekam Panik. Er hat mich verschleppt und an ein Waisenhaus verkauft. Ich habe versucht, mich zu wehren und habe ihn in die Hand gebissen, aber...
Vater, er ist der Grund, warum ich zu einer Little Sister gemacht wurde. Er muss sterben. Er wird sowas von sterben, wird er. Er wird sowas von sterben. So, reicht das eigentlich? Das dürfte doch eigentlich schon... Ne, warte mal. Drei hat er gesagt, ne? Wie viel haben wir denn jetzt? Zwei haben wir, ne? Aber der Pfeil zeigt schon in irgendeine Richtung. Tja, du warst ein Tiefseeforscher mit Nerven aus Stahl, Kumpel. Die Öffentlichkeit hat dir den Spitznamen verpasst. Aber Ryan war sich sicher, dass du ein Spion wärst. Also haben seine Leute dich eingesperrt und haben deinen verdammten Namen ausgelöscht. Leb wohl, Johnny Topside. Hallo, Subject Delta. Adam ist Rapture Delta. Die größten Geister des Paradieses versammelt in einem einzigen grandiosen Mosaik. Eleanor. Denk an das Genie, das du ihr vorenthältst. Mit jedem gestohlenen Tropfen. Wenn das alles vorbei ist und wir mit der Beute aus Rapture auftauchen, dann halten wir beide Hof, mein Junge, auf unserer eigenen Insel. Ich sehe es schon vor mir. Jede Weltmacht kommt auf Knien angerutscht, mit tonnenweise Geld im Gepäck. Okay, da ist eine. Mach den Riesenaffen da fertig und schnapp dir die Sister. Ja, Moment, ich lock den erst woanders hin. Durch Adam wird Eleanor zur Tochter des Volkes werden. Aua. Eine wahre Utopistin. Unermesslich intelligent, aber vollkommen selbstlos. Oh Gott, wo waren das nochmal mit dem Eis? Wenn sie sich erhebt, werden wir wie Hunde erscheinen, die sich knurrend in der Nachgeburt winden. Ich weiß nicht mehr, wo das war mit dem... Oh nein. Weil das war eine echte Hilfe. Hö, wieso... Wieso hänge ich hier? Oh Gott, wo war denn das gewesen mit der... Hä? Wo war denn das mit dem... Ah, hier war das. Wo ist der? Beeil dich. Ich hoffe, der kommt hier lang. Na, kommt er jetzt? Wo ist der? Wo ist der hin? Der war... Ernsthaft? Okay. Ich würde ihn gerne reinlocken, weil dann ist es einfacher für uns, definitiv, als wie hier die ganze Munition zu verballern. Komm mal mit! Alter, hör auf! Hör auf! Oh Gott, ich hab kein... Oh. Weg da mit dir! Ja? Ich bin nicht dein Daddy. Ich bin deine Mami und heiße Walter. Entschuldigung. Muss ich selber lachen. So,